Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt die Gülle zum BGH und mal schauen, ob wir da genug Licht haben. Ansonsten machen wir gleich Licht hinten stellen. Ne? Ich habe ja nun einen neuen Anhänger mir zugelegt für Gülle. Mit 70.000 Liter Inhalt und einen kräftigen Traktor dazu geholt. Entschuldigung. Ja, und das werden wir jetzt mal schauen. Ne? Hier vorne ist düster, sehen wir gleich. Und hier vorne wäre nicht ganz so tragisch. Bei der BGH muss dunkel, ist dunkel. Ja, da ist auch dunkel. Das Licht ist allgemein schwach. So, dann mal gleich mal gucken, ob ich entsprechende Mods da habe oder Lichter in dem Sinne. Mal gucken mal gleich. So, also Dekoration. Ich hatte mal Lampen gehabt, da nicht. Hallen diverses. Irgendwo verstecken sich Lampen. Ich möchte nur die richtigen haben, ne? Ich habe ja hier das soll ja auch was bringen, ne? Also was ich nicht mag, ist, wenn dunkel ist, ne? So ein bisschen drehen, ne? In meine Richtung, dass wir hier keinen Schatten mehr haben. Und der Laternenfall soll man Möglichkeit auch nicht im Wege stehen. Das wäre nämlich ein super GAU. Wenn er irgendwo stören würde und dann also mit Ausleuchtung, da soll man nicht sparen. Einmal die Richtung. Und dann in die andere Richtung. Haha, jetzt haben wir Licht. Wer spart noch gleich mit Licht? So, jetzt fahren wir hin und schauen wir, wie gut verkauft kriegen hier. Da müsste auch das Silo, das Lager fast alle sein. Ja, die Anzeige zeigt nichts an. Ne? Das ist eigentlich schade, dass er nicht anzeigt. Man kann es zwar verkaufen, aber das zeigt nichts an. Ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir kriegen das Geld. Im Grunde ist auch ein Vorteil, weil wir dann in dem Augenblick unbeschränkt verkaufen können. Ne? So, Mist würde bringen 900 und Gülle 720. Silage 270. Ja, gut. Mist haben wir keinen. Leider. Gibt auch viel drin, ne? Gibt auch, ne? Aber jetzt extra was anderes machen, wegspringen, das ist ja auch Blödsinn, ne? Wir hätten mal hier ein größeres Loch machen müssen. Kann auch mit Anhänger fahren.
wäre Quatsch. Was hat das Menü? Hupen, See, Abdeckung, öffnen. Ja, und oben die Luft rein kann, müssen wir ein bisschen rausgehen, ne? Theoretisch. Gut. Was haben wir noch im Lager? Wir haben Strom im Lager, das ist gut. Aber lose. Wir haben noch Soja. Mehr haben wir nicht. So, gut. Ja, verdichten ist hier nicht, hier machen wir nichts rein. Hier können wir überhaupt nichts, wir können schon, aber bringt ja nichts. Meine Sorge ist, dass es verpackt ist und dann links und rechts was kleben bleibt und wir dann nicht alles verkauft kriegen. So, den werden wir jetzt hinstellen und voll machen lassen. Wir werden gleich einen LKW losfahren und den entsprechend wegstellen, mit aber vorher leer machen. Ob wir die Gärres auch verkaufen können? Wäre nicht schlecht, ne? Man könnte immer im Kreis fahren, ne? Kippen vorne rein und hinten raus. So. So, mal Deckel zumachen. Deckel auf. Wir können starten. Ja. Ich sag mal so rum. Tja, man muss lesen, ne? Wollen. Und verstehen. Weil. Das hätte alles geklappt, theoretisch, wenn ich das vorher gelesen hätte. Und oft nicht, oh, das ist dunkel. Ja, der LKW ist ein wenig Licht, hat man zu sagen, ne? Der Ami arbeitet nachts nicht, der immer noch im Hellen arbeiten, da geht's. So, und deswegen haben wir auch Licht gemacht und mal BGH, ne, dass wir sehen können. Ne? Das ist alles ein bisschen besser. So, den kippen wir auch noch aus. Oh, der ist nicht so voll. Dauert nicht so lange. Aber ich soll nochmal so in der Cosplay fahren, ne? Also. Wenn es klappt. So, gehen wir hoch auf. Auf 60. Dann können wir morgen früh die Kühe machen. So, den packen wir jetzt ein. Und den LKW werden wir nachher entsprechend nutzen für die Silage. Noch einmal. Dann ist auch bald Mitternacht. Kriegen wir die Auszahlung, ne? Und mal ist es dunkel hier. Ups. Ja, wenn kein Frost gekommen wäre, hätten wir noch schön flügen können. Achso, der Wieland, ja. Die Pfähle sind ja durchfahrbar, ne? Also. Oh Mann, die Hallen sind dunkel. Geht hier Licht an? Schalter ist da, aber stimmt nicht. Das Tore, ne?
Ja. Da doch, mit dem Licht hier. Na, nicht so ganz dunkel ist hier, ne? Aber hier wird lustig, jetzt dunkel reinfahren. Oh. Aber hier wird nicht lange Fackeln, die wir noch stehen lassen. Fahr jetzt mit dem Anhänger sowieso nicht her. Soll er hier wieder schön zurechtkommen im Dunkeln. Da ist ein Gewicht. Genau richtig für den roten Fahrzeug. Roten Traktor. So. Auf zum BGH und dann zum Silo. Oh, ist das dunkel. Gehen wir auch 60, ne? Ja, den Nachstand über die Runden kriegen, morgen früh. Und Kühe sicherlich meckern, ne? Hunger. Aber das wünsche ich mal kriegen. Einen Knecht haben wir leider hier nicht. So. Die anderen Silage haben wir uns zugedeckt lassen. Vielleicht brauchen wir die nochmal für die Tiere. Mal sehen. Können wir hier ausschalten, oben links. Montag haben wir bei euch eine Folge. Montag. Da habe ich Spätschicht. Wenn ihr gerade schön schaut, Montag ist von mir zwar erst in einer Woche. Und da habe ich Frühschicht. Ja. Aber morgen habe ich Spätschicht. Aber die morgige Folge, wenn morgen geschaut wird, dann habe ich Spätschicht. Ich überlege, ob ich die Woche länger mache. Weil sieht nach viel Arbeit aus. Ich könnte ein bisschen Geld verdienen, ne? Wird ja gut gezahlt. Muss ich mal entscheiden, wie es aussieht. Am Montag meist keine Lust, das ist meistens so. Oh ne, muss nicht sein, ne? Lohnt sich auch nur 2 Stunden, also eine Stunde an sich lohnt sich fast gar nicht. In Anführungszeichen lohnen. Also rentieren tun sich genau genommen 6 Stunden in der Woche. Überstunden. Ab dann ist zu merken, dass es wirklich rentiert, ne? Finanziell. Ja, aber wie gesagt, hängt davon ab, wie viel Arbeit da vorhanden ist. Also, da muss man sehen. Prost!
Also wir versuchen mit Cosplay. Hm. Dazu müssen wir anders fahren jetzt. Und zwar von oben heran, also so dicht dran, ne? Jetzt hat sich das Wetter umgeschlagen. Oh, BGH 32.000 Einnahmen. Fahrt zerquetschte. Und ersetzt pünktlich 0 Uhr Schneefall ein. Leute, was das heißt, ihr wisst das, es wird weiß. Weiß in Thüringen, wir kriegen Winter. Ja, und das wird interessant jetzt näher werden, wenn die Fahrzeuge durchdrehen, ne? So, die Frage ist, ob sich eine Schneefräse lohnt oder wir 60er machen, ne? Stellen die Arbeit ein. Und geht gleich die Temperatur bei der Grafikkarte hoch. Und jetzt geht die Wachstumsstufe nämlich durch. Als Schnee. Jetzt wird das im Prinzip weiß. In Thüringen. Und das heißt, je nachdem wie viel fällt, dass ich dann hier und da Probleme kriegen werde. So, hier schön dicht dran. Ne? Muss ja mal klappen, ne? Langsam. Mist, das haben wir nicht gefunden. Ja, nicht so einfach. Nochmal üben. Nochmal üben. Weil man eine andere Position kriegen, dass ich anders gucken kann. So. Dass ich irgendwie rangefahren komme, ohne dass ich da so. Schneetreiben in Thüringen, ja, das ist nicht schlecht. Kommen wir jetzt hier ran und schön dicht an die Wand ranfahren. Hier müssen wir ganz kurz den Kurs jetzt 2. wird weiß. Das wird jetzt auch schwieriger mit unserem Mischfutterwagen, ne? Wird alles weiß. Jetzt kommt das richtig zur Geltung hier. Ob wir den Punkt erwischt kriegen, bekommen, wo wir jetzt ablangen können. Darum geht es dabei. So. Abladen. Punkt haben wir gefunden. Ja, naja. Und nicht mal wenig, du. Alles weiß. BGH wird weiß. Becher auch weiß. In der Halle ist nicht weiß. Das ist gut so. Mal sehen, wie weit das Kuhstall ist. Oh, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Überlänge, Überlänge. Sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge. Oder wenn ihr möchtet, zur nächsten Folge, ne? Ich danke auch allen fürs Zuschauen, ne? Schönen Dank dafür. Fürs fleißig Schreiben und Liken. Was ihr also gerne macht. Der eine oder andere macht's ja. Dann sagt man Tschüss.